Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Raft mit Boucher und mit uns am Alderle. Schön, dass ihr wieder da seid. Ein bisschen Material konnte ich sammeln. Wir werden jetzt gleich das Floß ein bisschen ausbauen, setzen aber heute auf jeden Fall Kurs, würde ich sagen, in Richtung Spot. Ich überlege gerade, ob wir die kleine Insel da vorne mitnehmen, weil wir brauchen halt auch Verstärkungen und Zeugs, gell? Ich bin mir nicht sicher. Also so sieht es aktuell bei uns aus. Hier vorne haben wir jetzt schön Platz. Die Türen sind verkehrt rum drin zum Teil. Die muss ich irgendwann mal schön gerade machen. Hier haben wir angefangen, die kleinen Kisten zu setzen. Das wird mehr oder weniger wahrscheinlich unser kleines Grusteleck. Hier haben wir noch zwei weitere Buchten, die wir später ausbauen. Und hier sind momentan die Hauptmats drin. So möchte ich später dann das Lager aussehen haben. Ungefähr. Wir möchten auf jeden Fall, ich glaube, der erste Spot war ohne große Gefahren. Die Ratten waren in der Yacht und die kommt, glaube ich, als zweites. Das heißt, wir müssen uns da erstmal noch nicht so Gedanken machen. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wo ich die Batterie hin habe? Im Moment habe ich noch kein wirkliches Ordnungssystem. Ich weiß nur, dass alles eine. Ach, ich habe sie auf dem Ding liegen. Das ist natürlich super. Dann können wir nämlich mal nach oben kurz. Nee, eine kleine Insel machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt als erstes den Story-Spot Nummer 1. Ey, sag mal, wollten wir hier nicht zumachen? Ich glaube, jetzt hier sollten wir zumachen sogar. So, Diggerle, Drink. Versuchen wir einfach mal unser Glück. Pass mal auf. Batterie rein. Was wir brauchen, bevor ich jetzt hier in die Dings gehe, wir brauchen erstmal eine gescheite Decke. Die bauen wir uns jetzt eben. Eine gescheite Decke, bitte. Nehmen wir uns diese Planken hier erstmal raus. Wir brauchen mit Sicherheit Holz. Und wir brauchen mit Sicherheit. Ne, Plastik brauchen wir dafür keins, gell? Lass mich nochmal kurz gucken. Ich glaube, da warst du nur mit Holz beschäftigt. Das ist doch super. Weil wir haben ja festgestellt, dass wir hier noch Balken brauchen. Ich überlege nur gerade, wie wir das jetzt machen, dass es nachher hübsch wird. Der hat Unterstützung von hier, der hat keine Unterstützung mehr. Das heißt, hier muss auf jeden Fall eine Planke rein. Wollen wir die da hinten ziehen, können wir bis hier bauen. Dann fehlt uns der Platz hier. Müssen wir sie hier mal anprobieren. Anprobieren ist gut. Nägel. Es gab eine Kiste, wo die Nägel drin waren. Jo, er hat sie gefunden. Nehmen wir die auch gleich nochmal mit. So, Leute, basteln mal ein bisschen aus. Also da möchte ich keine Schnitte machen, was das Basteln angeht. Hier und da, wenn wir irgendwann mal das Abteil hier doppeln, ja, also wenn wir immer dieselben Frachtmodule bauen, kann es schon sein, dass ich mal eins so aufbaue, aber wir wollen ja die Gemütlichkeit drin behalten und das sollten wir uns auf jeden Fall keinen Stress machen. So, jetzt gehen wir nochmal kurz hier ein bisschen Holz holen. Da haben wir doch tatsächlich schon mal was erreicht. Decke ist drauf, zumindest schon mal hier im vorderen Bereich. Das heißt, wir können jetzt hier oben ganz gemütlich navigieren. Gut, jetzt kommt natürlich der nächste Punkt, wenn wir dann dort an. Oh, was ist das denn? Guck mal, die habe ich tatsächlich gesammelt, ohne es zu merken. Wir gucken rein. Ein Tischgimmick. Plumpsklo, Leute. Oh, das Plumpsklo muss aber heute gleich drin sein. Da will ich nicht warten. Lass mich mal kurz gucken. Wo ist es denn? Sechs Kutscher und drei Nägel. Ich baue mir das Scheißhäusle jetzt gleich. Ajo, oder? Da warte ich doch kein 100 Jahre. Blumsklo? Blumsklo! Zack. Ha ja. Ich habe ein Blumsklo. Jo, das gefällt mir gut. Digga, wo willst du denn dein Haufenhals machen in Zukunft? Natürlich oben an der frischen Luft, oder? Das kommt natürlich dann später an den Sonderplatz. Im Moment. Hier vor die Antenne machst du. Guck mal mit Chlorbier. Hey, er chillt sein Leben. Warte mal. Wieso geht denn das nicht? Wieso geht denn das jetzt da nicht? Du kannst das User Interface nicht wegmachen, oder was? Das wäre aber eigentlich das Geilste gewesen. Ja, cool, wir haben Blumsklo. Ich weiß jetzt bloß immer, was ich gerade machen wollte. Mein Mändle wieder. So, jetzt bin ich wieder da. So, pass auf, sammeln wir mal kurz ein. Ein Haifisch müssen wir eigentlich auch mal wieder machen. Jetzt, wir haben nämlich bald nichts mehr Geiles zum Fressen. Zum Fressen. So, meine Lieben. Den holen wir uns noch kurz raus. Und dann schauen wir mal, dass wir kurz den Anker bauen. Den Anker bauen. Und dann gehen wir auf Kurs. Schade, das Ding habe ich nicht gesehen da hinten. Die hole ich eigentlich recht gerne ran. Den stationären Anker, den kann man jetzt aber nicht einfach irgendwo hinschmeißen. Wir machen noch einmal letztmalig diesen hier. Vier Steine.
Vier Steine sollt ihr sein, hat er zu mir gesagt. Schubdubidubabdu. Au, bevor ich es wieder tausendmal vergesse. Lass mal kurz durchgucken. Das Vogelnest, muss man das noch freischalten? Das sollte man nämlich jetzt unbedingt bauen, dass wir mal parallel ein paar Federn einsammeln. Es sieht jetzt nicht so aus, als ob ich es schon freigeschaltet hätte. Wir gucken durch. Wir müssen noch entdecken. Hä? Nee, nicht wirklich, oder? Ich wollte gerade sagen, das haben wir doch schon erforscht. Jo, wieso habe ich denn das noch nicht erforscht gehabt? Und, was ist das? Eine Muschel? Eine Muschel haben wir doch aber auch irgendwo gehabt. Digga, wo hast denn deine Muscheln hin? Hier. Also, dass ich das, was sind so Sachen, die machst du, willst du machen, dann vergisst es wieder. So, Vogelnest habe ich gebaut. Frage ich mich natürlich, wo es hingeschmissen worden ist, aber da kann man ja kurz gemeinsam durchgucken. Vogelnest. Ist das hier mit drin? Wer ist denn unten, ne? Habe ich es überhaupt entdeckt jetzt? Nee. Lerne Vogelnest. Recherchiert vom Alderle. Ich hätte es ja hier oben reingemacht, aber das zeigt ja eindeutig, ne? Guck mal, haben wir schon das erste gebaut. So, liebe Möbe. Dann kriegst du jetzt dein Plätzle irgendwo, wo wir uns nicht gegenseitig stören. Kann man auch an die Wand hängen. Hier neben das Plumpsklo, oder? Damit es gleich seinen Platz weiß. Viel Spaß. Gut, nächstes war der kleine Anker. Und dann geht's zum... Ja, wir machen den ersten Spot jetzt. Und danach gehen wir Haifisch machen und tauchen wieder. So machen wir das. Bub, bub, bub. Kleines Eimerchen. Machen wir das einmal hier hoch. Machen wir das kleine Eimerchen hier runter. Da oben wird navigiert. Hier setze ich es hin. So. Große Insel brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir hoch. Halt, essen muss ich, essen muss ich. Also komme ich nicht drum rum. So, Leute. Dann wollen wir mal schauen, wie weit wir weg sind. Und ob man das überhaupt einfach mal so geschwind hinkriegt. Ich weiß, dass ich jetzt wieder das Segel eigentlich hochholen müsste, dass ich es besser navigieren kann. Komm her. Sonst bin ich jetzt ständig wieder am Hoch- und Runterlaufen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich das letzte Mal nicht mehr in den Spielstand reinkam. Scheiße. Ah, ich habe noch. Ich habe noch. Erinnert ihr euch, wo ich dann gedacht habe, ich komme da nicht mehr rein. Was ist das für Floß? Wer hat denn das gebaut? Weil das alles so verknörzelt war. Ich liebe es ja knörzlig, aber manchmal macht es auch Sinn. Gerade jetzt zum Beispiel. Zum Anker runterrennen ist dann kein Problem, ne? So, pass auf. Ich stehe ja jetzt hier, rumdi-mumdi, und dann würde ich sagen, einfach hier vors Scheißhaus. So. Dann wollen wir mal gucken. 2140 sind die Koordinaten. Alter, das haben wir aber ein Problem, ne? Das Ruder habe ich nicht, Leute. Das Ruder habe ich nicht. Das heißt, ich komme erstmal nicht wirklich rum. Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, kommt das Ruder erst bei der Yacht als Blaupause. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal richtig übel. Muss ich mich da jetzt mit dem Paddel ausrichten? Der Wind kommt von hinten. Ich glaube, das wird jetzt gar nicht so einfach, wie ich es mir vorstelle. Wenn mit dem Ruder hätte ich jetzt die Richtung navigieren können, aber das Ruder haben wir nicht, ne? Und du kannst im Moment ja das Floß nicht einfach drehen. Das sieht zwar so aus, aber der Spot, den wir hier anpeilen, der bewegt sich halt null. Lass uns mal eine Weile laufen, kümmern uns um den weiteren Aufbau. Naja, aber wie ist denn das jetzt? Wenn ich zur Yacht muss, um das Ruder zu kriegen? Ha! Weil jetzt im Moment bewegt sich das Floß halt mehr oder weniger nur so, ne? Du kannst es nicht einfach rumdrehen. Es sei denn, ich probiere es mal eben. So. Ah, ne. Ich kann es nicht drehen ohne das Ruder, gell? Wenn ich so paddel, gehe ich in die Richtung. Wenn ich so paddel, bewegt sich das Floß einfach nach rechts rüber, ne? Rumdrehen tut es nicht. Außer du bist irgendwo an einem Stein oder so. Ich bewege es jetzt einfach nur darüber, aber es dreht sich nicht wirklich um sich selber. Ey, wie erreicht man denn dann bitte die erste Insel? Einfach mal so mit Glück dann, oder?
Ne, das ist immer noch hier unten. Ah doch, es hat sich tatsächlich ein bisschen bewegt, glaube ich. Machen wir das Ding kurz rein. Pass mal auf. Oh, shitty. Es war aber damals, ich erinnere mich, wir hatten schon mal einen Spielstand. Vor dem Ruder war das alles nicht ganz so easy peasy. Und da wir ja noch keine Maschinen haben, können wir natürlich jetzt erstmal so weit treiben, wie wir Bock haben. Hey, es ist echt mini, mini, mini. Ah, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe, mich so lange rumzurudern. Ja, aber wir müssen ja irgendwie dahin kommen. Wir wollen ja die Story aufnehmen. Zumindest ein bisschen. Weil ich aber viel mehr Bock habe, die Story aufzunehmen, wäre... Nehmen wir mal die Kartoffel geschwind. Ja, wir kommen da nicht bei. Nicht so, wie ich es mir vorstelle. So, die Barren machst du gleich hier rüber. Die Nägel kannst du auch wieder mit hier rüber machen. Die schmeißt du mal hier eben raus. Dann gönnen wir uns die letzten Barren. Da muss ich eh tauchen gehen. Hey, wir kommen da schon hin. Aber wie gesagt, das erfordert jetzt dann wahrscheinlich unsere ganze Aufmerksamkeit. In der Zeit könnten wir aber jetzt eher kurz den Steg links und rechts fertig bauen, dass wir die Wände hier nicht immer abreißen. Weißt du, so mal zumindest. Da weiß ich noch nicht, ob wir das brauchen. Das lasse ich jetzt erstmal. Und dann wäre dann hier der nächste Schritt. Machen wir mal die 20 hier rüber. Und gib mir mal noch 20 davon. Da kann er wegbeißen. Da ist es dann auch gleich aufrepariert. Den hatte ich dann rausgebaut. Das mache ich dann zum Schluss. Wie weit bin ich denn hier vor mit meinem Steg? Lass mich mal kurz gucken. Hier ist dann bis zur Kante. So, lassen wir es jetzt mal gucken und beobachten. Ne? So, und dann geht es ja dann später hier rüber. Mache ich auch schon mal hin. Kann natürlich sein, jedes Mal, wenn er die Ecke dann... Aber die Ecke könnte man ja eigentlich theoretisch, sind zwei Ecken. Die könnte man ja absichern kurz. Metallbarren und Nägel, komm mal her. Metallbarren, Nägel. Zack. Machen wir mal die Ecke als Verstärkung. Ja, die sieht so aus, als wäre die falsch. Die und die. Dann haben wir hier schon mal einen Schutz. Hier können sie es wegbeißen, die Haie. Und wir machen es dann neu hin. Und dann wäre es cool, wenn wir da noch... Da haben wir schon, da haben wir auch. Also da passiert erstmal nichts. Jo, also. Guck. Hier haben wir jetzt schon mal den Rand rumgezogen, bis auf ihmchen hier. Da fehlen uns jetzt wieder Metall und das müssen wir halt besorgen. So sieht's aus. Coole Geschichte. Hallo. Servus. Schon wieder eine Nacht. Ey, Alter, ne? In letzter Zeit habe ich... Aber du, das ist ein Zeichen, dass du voll im Spiel drin bist, wenn es ständig dunkel wird, ne? So, wie kommen wir jetzt dahin? Jetzt müssen wir uns einen Weg dahin suchen. Ich gehe nochmal nach oben. Ich gehe nochmal nach oben. Als alter Nautiker hier. Wie ist halt jetzt... immer noch in die, wir gehen in die falsche Richtung, gell, wenn man es mal ganz offen betrachtet. Guck mal, wir sind jetzt 1673 entfernt. Ey, wie ist denn das bitte, wenn wir das, wir können es ja gar nicht drehen. Ich kann doch jetzt nicht 1600 Meter. Siehst du, jetzt entfernen wir uns noch weiter, aber irgendwann dreht, glaube ich, der Wind und dann kommt man automatisch drauf zu wieder, oder? Radio Tower. Und da beginnt es, glaube ich. Jetzt sind wir schon 1700 Meter weg. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich irgendwo einen Denkfehler habe. Wie schaffe ich es jetzt, mein Floß umzudrehen? Gar nicht, oder? Ja, aber wenigstens macht er jetzt, was ich will. Hey, da müssen wir uns jetzt irgendwie ranhangeln. Ich kann euch bloß nicht sagen. Ich kann euch bloß nicht sagen, wie lange das jetzt dauern wird, weil ich entferne mich im Moment. Aber irgendwann kommen wir da vorne wieder raus, oder? So, weißt du was? Ich mache mir jetzt mal Gedanken darüber, wie wir das angehen. Und in der Zeit fische ich hier noch ein bisschen Material raus. Damit wir jetzt nicht zuschaut, wie ich eine Viertelstunde drüber nachdenke, was ich jetzt mache.
Und dann hole ich euch rein, wenn ich es weiß. Ich bin immer noch am Überlegen, wie genau wir das am besten angehen. Da kam diese kleine Insel hier. Ich dachte, dass wir da mal ganz kurz anhalten wollen. Wir brauchen nämlich noch Metall, damit wir den stationären Anker bauen können. Plus Speere. Zumindest einen Speer, einen gescheiten, hätte ich noch mal gern gebaut für den Haifisch. Ich würde uns allerdings gerne so nah wie möglich da drum rum, dass wir da nachher durchkommen gut. Das Problem ist, du kannst keine mit dem Floß keine Kurven fahren ohne das Ruder, ne? Zumindest weiß ich nicht wie. Wenn ich paddel, bewege ich eigentlich nur das Floß mehr oder weniger links oder rechts oder geradeaus. So, ich mach mal das Segel kurz. Ne, so nicht. Mach mal das rein. Wo hast denn den... So, von hier aus kann ich starten, ne? Okay. Pass auf, ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Mittlerweile hat sich der Wind einmal gedreht und dann hat sich das ausgerichtet. Guck mal. Jetzt sind wir hier 15:21. Vor nicht mal einer halben Minute war es noch hier unten mit 18. Also es tut sich anhand des Windes schon was. Jetzt gehen wir hier auf jeden Fall kurz on Tour. Tauchgang auf der anderen Seite machen wir gleich. Ich brauche Metall für den Anker und für einen Speer. Lass mal kurz gucken, dass wir wissen, wie viel. Und zwar möchte ich gerne 2 Barren hierfür. 5 Barren, also müsste ich 5 Dinger finden. Ich würde sagen, wir pennen kurz. Und dann machen wir uns auf den Weg. Siehst du, jetzt kommt der Wind von hier. Ja? Der Wind kommt jetzt von hier. In die Richtung werden wir getrieben. Also eigentlich in die Richtung, wo wir müssen. Und gerade eben war es noch komplett umgekehrt. Also das richtet sich dann schon aus. Oh, guck mal. Die ersten Federn vom Möwchen. Das ist aber schön, Möbe. Da freuen wir uns. So, pass auf, ich mache das rüber. Das machen wir hier hin. Die 2 gucken wir kurz rein. Dann fahren wir die Insel ab und dann bewege ich mich dahin. Ich denke mal, dass wir morgen dort sind. Aloe Vera haben wir freigeschalten. Und einen Feuerkorb. Der sieht bestimmt gut aus, der Feuerkorb. Aber der Feuerkorb sieht bestimmt gut aus. Mit 8 Metallschrott sind sie dabei. Cool. Die Decke geht da nicht, hier geht er auch nicht. Ey, dann würde ich doch mal sagen, hier ist eh alles verstärkt. Jo, der macht schönes Licht. Dann gib mir mal die Fackel mit rein. Ja, also ein bisschen Geduld brauchen wir jetzt, bis ich uns dahin navigiert habe. Später, wenn wir das Ruder haben, wird es natürlich dann entsprechend cooler. Und wenn wir die Maschine haben, sowieso. So. Gefällt mir schon mal sehr gut. Mäusle, du gehst jetzt pennen und dann geht's arbeiten. Müssen wir irgendwie durch jetzt. Was hast du denn noch zum Essen? Wir könnten natürlich, bevor wir ablegen, den Haifisch dann gleich nochmal machen. Wenn wir essen, war hier vorne drin. Ah ja, Kartoffelchen sind halt jetzt, ne, wie soll ich das sagen, ist halt nicht der wahre Bringer. So, warte mal, Toolskiste gab es auch schon irgendwo. Hier, glaube ich. Ach, da ist auch noch ein Ruderle drin. Das habe ich dann irgendwie verballert. Ja, Leute, das wird schon. Aber ich erinnere mich, das hatten wir schon mal. Und dann war ich irgendwann mal 2000 Meter weg. Und irgendwann hat sich dann eingependelt. Und man ist eigentlich fast von ganz alleine hingekommen. Warte mal, du musst noch mal ganz kurz hier hin. Plaste, Palaste und Imge. Und dann gönnen wir uns einmal Imge. So, das Spiel kümmert sich schon um einen irgendwie gefühlt, ne? Planken sind drin, Kartoffeln gibt's heute, bis der Haifisch wieder klar gemacht ist. Und tu mir mal gefallen, nimm irgendwas noch mit. Für den Fall der Fälle. Das ist dann hier, ne? Ja, nimm die mal mit zur Not, ess mal die komplett. So, Leute, tauchen gehen wir mit dem Haken natürlich, ist klar. Ich hoffe, der Haifisch lässt uns dann jetzt hier in Ruhe. Wie es mal so aussieht, als ob wir hier schon gewesen wären. Ne? Wir gucken mal ganz kurz hier oben alles durch. Lass mal wissen, von was wir hier reden. Blümsche, Blümsche, Blümsche. Das Riff ist auf der anderen Seite. Also wenn wir Glück haben, kann ich hier haifischfrei geschwind meinen Tauchgang machen. Rifty Mifty, bist du hier, Rifty Mifty? Jo, hier ist es, Riff. Komm, wir versuchen mal unser Glück. Damals hat er irgendwann plötzlich die Seite gewechselt und war dann trotzdem bei dir, ne? So, dann nehmen wir auch schon wieder mal eine Handvoll mit.
Lumlilum. Lumlululum. Tja, Sand und so brauchen wir jetzt, glaube ich, im Moment nicht. Ja, ist gut. Jetzt bist du weit genug weg. So, auf geht's. Die sammeln wir jetzt ein. Dann haben wir auf jeden Fall den Anker. Dann müssen wir hinten den Boden vom Frachtabteil bauen, müssen den Anker entsprechend dann aber auch schon sichern. Das heißt, wir sollten hier gucken, dass wir alles Metall mitnehmen, was wir finden. Manchmal hängen die auch hier so ziemlich tief seitlich noch runter. Komm, wir gucken mal richtig durch jetzt, bis ich keine Energie mehr habe. Weißt du, manchmal, aber ich habe kein Taucherzeugs, ne, bis jetzt. Manchmal hängen sie hier am Riff. So wie hier zum Beispiel. Ich glaube, früher sind sie sogar ganz runtergegangen, ne? Dass wir wenigstens den Anker ein bisschen sichern können. Mist, das ist Kupfer. Kupfer war jetzt nicht das, was ich gerne hätte. Da klebt nochmal. Ich hole nur eben Luft. So, jetzt bin ich aber froh, dass ich das von alleine gedreht habe, weil ich bin fast verzweifelt. Dachte ich, sag mal, wie war denn das? Wie war denn das? Wir müssen doch da irgendwie rumkommen, weißt du? Wenn man dann später dieses Steering Wheel, glaube ich, nennt sich's, wenn wir dieses Rad haben, dann wird's hinhauen. So, da vorne klebt auch noch. Dann nehmen wir halt den Kupfer auch noch mit. Hauptsache, ich habe jetzt nachher nicht das Gefühl, ich habe die Hälfte hier gelassen. 6 Stück haben wir im Moment. Und wir haben ja gesagt, wir hätten gerne den Speer mit 2. Den stationären Anker mit... Also haben wir schon 1 mehr. Schon die erste Verstärkung am Start. Da hinten kleben nochmal 2. Dann haben wir schon 3 Verstärkungen. Das ist schon mal gut. Aber jetzt haben wir zumindest durch den Aufbau der Netze und so keine Materialprobleme mehr, um das Floß auszubauen. Also das läuft. Und auch wenn der Haifisch was wegbeißt, ruckzuck nachgebaut, weil einfach die Mats jetzt auch da sind. Ne? Das hat sich aber gerade irgendwie anders angehört, als ich es gewohnt bin. So sausen wir hier noch durch. Vielleicht findest du hier auch noch was. Schrott und so, das brauchen wir jetzt alles nicht. Klemmt noch irgendwas? Da ist bestimmt noch genug da. Da vorne hat es nochmal Kupfer. Gucken wir uns kurz an. Schönes Riff. Hey, es ist sogar das, was wir brauchen. Cool. So, Luft holen. Ja, das reicht. Das war jetzt wichtig, dass wir das geholt haben. So, jetzt denkst du dran, dass dein Haifischler, den machen wir jetzt auch noch gleich, dass ich wieder Haifischsticks habe. Da unten sind nochmal 3. Und rechts klebt auch nochmal. Die nehmen wir noch mit, die 2 Spots. Dann machen wir den Speer, machen den Hai. Und dann probiere ich wieder im Müllstrom. Ich halte mich jetzt einfach an Wind. Ich glaube, dass der Wind dich automatisch irgendwann zum ersten Spot bringt. Weil dieses gegen die Strömung da und mit den Rudern, da brauchst du ja 40.000 Ruder. So, jetzt denk dran, dass der hier irgendwo, da kommt er. Ja, ja, ein Biss darf er. So, schwimmen wir hier kurz rein. Dann machen wir uns Metall klar. So, der erste. Der erste ist für den Speer gedacht. Weißt du was, ich verballer die 2 hier geschwind. Die 2 Holzspeere verballer ich kurz. Haifisch? Vorne ist er. Dann kriegen wir schon so ein Blatt. Ein paar Mal habe ich ihn ja auch oben schon erwischt. So, dann machen wir mal wieder einen Haifisch zusammen. Morgen gucke ich mal, dass ich uns die Folge starte, wenn wir schon in der Nähe sind vom Turm. Es sei denn, das ist geil, das Teil, wo wir da gebaut haben, wo leuchtet. So. Guck mal jetzt gleich mal, dass wir den Anker noch gebastelt kriegen. Beziehungsweise wird wahrscheinlich morgen. Ich muss es ja erst noch durchschmelzen. Guck mal, hat genau gereicht, wie cool. Brauchen trotzdem einen Metallspeer. Ich baue keine Billigspeere mehr. So, den können wir komplett abbauen. Nehmen wir mal wieder einen Kopf mit. Jetzt bist du auf deinem Laufsteg. Na, hier muss auch noch eine Türe raus dann. So, Planken nachziehen. Dann gibt es erstmal was ordentliches zum Essen. Ey, was cool ist. Das Ding hier gefällt mir saugut.
Scheiße. Ja, da haben wir jetzt nicht alles, aber das ist nicht so schlimm. Der Wind kommt von hier. Pass auf, der treibt uns jetzt direkt drauf zu. Wir können ja schon mal starten. Muss nur ab und zu drauf gucken und ausgleichen, ne? Segel mache ich schon mal raus. Ich setze... Ne, wir machen es mal ohne Segel. Wir gucken mal, ob wir wirklich drauf hintreiben und nur ein bisschen ausgleichen müssen. Weil mit dem Segel... haben wir dann wenigstens die Chance. Ja, wir sind wieder in Bewegung. So, hier lassen wir uns jetzt nicht lumpen. Geht es direkt weiter. Dann haben wir gesagt, hätten wir gerne den guten wieder. 6 Planken, 2 Seile und ein Bolzen. Ein Bolzen, 2 Seile und 6 Planken waren es. Ne? Dann nehme ich die mal komplett rüber. Zack. Es waren nur 2 Seile. So, dann habe ich meinen Speer wieder. Da freue ich mich. Zack, zack. Dann gehen wir noch mal was futtern. Ja, aber jetzt sind wir wieder im Ding, im Einklang. Jetzt gehen wir ab. Oh, warte, warte. Kommt der rein? Der kommt rein. Mats, kannst du nie genug haben. Perfekt. Nochmal aufgefüllt. Machen wir hier auch nochmal klar und dann gucken wir gleich. Aber wir fahren jetzt direkt drauf zu gerade. So. Oh, scheiße. Nachlässig. Nicht gut. Wir brauchen da eh noch einen zweiten und wir brauchen auch diese zweite Büchse dann irgendwann hier. Ne? Irgendwie wäre es geil, wenn wir die zweite Büchse jetzt schon hätten. 4 von den Dingern, die habe ich doch mittlerweile, oder? Komm, wir gucken kurz durch. Na ja, guck mal. 4 Stück. Und nochmal 6 Kunststoff. Vier Stück. Die zweite Flasche. Perfekt. So, und jetzt können wir nämlich immer in eines Frischwasser und ins andere das andere reinmachen. So, ein Haifisch. Dann machen wir zwischendrin mal wieder eine Kartoffel. Dann brauche ich den Bauhammer jetzt im Moment gerade nicht. So, lass gucken. Ich nehme an, dass wir jetzt schon fast bei 1100 sind. 1300. Gut, da könnte man jetzt aber, nachdem wir gerade die Richtung haben, gehen wir mit dem Wind. Und dann machen wir Meter, gell? 2, 1, 0. Jetzt geht's. Wir kommen dem ganzen Geschehen näher. Und so müssen wir jetzt, glaube ich, einfach auf Kurs bleiben eine ganze Weile. Später dann, wenn wir näher dran sind, so auf 300 Meter, dann können wir dann schön ausgleichen, ne? Lassen wir mal so laufen, solange der Wind sich hier nicht dreht. Ziehen wir ein paar Mats. Wir bleiben jetzt noch mal kurz ein bisschen zusammen. Ich will das noch mal kurz abschätzen. Sie sind im Einklang, die beiden, ne? Ja, ungefähr. Problem ist, die Batterien sind immer so super schnell leer. Aber mittlerweile gibt es einen Batterielader, gell? Das heißt, ich habe sie mal nicht weggeschmissen. Guck mal, jetzt sind wir bei 12,66 schon. Ja, also das passt. Lassen wir es einfach mal laufen, das wird schon. Essen kommt rein, oder haben wir uns besorgt, Metall sind wir am Verarbeiten. Ich würde sagen, das ist alles ganz okay. Huch. Okay, ist recht, ich hab's kapiert. Ich hab's doch kapiert. Danke. So, hier nochmal. Wie weit sind wir jetzt weg vom Anker? Kriegen wir den heute noch gebaut als kleines Schmankerl? Noch ein Metallbar und der läuft gerade durch. Dann brauchen wir die 6 Seile, 10 Planken, eine Scharnier. Scharnier. Hier haben wir Scharnier. Na also, dann machen wir das jetzt eben. Guck mal, die Kartoffel machen wir hier rüber. Das machen wir hier rüber. Ja, lass sie durch. Das Fass ist nicht so schlimm. Haben wir noch Planken drin? Sieht aus, als wäre doch die hier noch an. Warte mal, wir gucken immer, dass wir zwischendrin mit dem Wind alles abgestimmt. Sieht gut aus. So. Hier muss man aufpassen wie Sau jetzt, weil der zieht ja Mats aus den Kisten, wenn die auf sind. Das heißt, wenn ich hier Seile mache. Wahrscheinlich, weil ich keinen Platz habe im Moment. Pass auf. V
vorhin ging es irgendwann. Oder muss ich das Rezept dann auswählen? Schwind hervorfähig. Ja, siehst du? Der zieht dann hier die Mats. Und da habe ich schon ganz viele Seile gemacht, die ich gar nicht machen wollte. So, der Stein hier rüber, blasse ich hier rüber. Dann einmal ganz kurz die Sachen hier hochgeschmissen. Einmal wieder rüber gesaust. Hier ist, glaube ich, der letzte, den wir brauchen. Warte, falsch. Den hier. Immer ab und zu gucken, ob wir noch auf Kurs sind. So, Anker. Den bauen wir natürlich erst morgen auf, wenn wir hinten das Gerüst dafür stehen haben. 10 Planken. Warte, wie viel haben wir? Noch 2. Anker ist hergestellt und bereit, dass wir den morgen bauen. Dann möchte ich mit euch jetzt noch kurz hier reingucken. Dann machen wir nochmal Ausrichtung, Kurs und dann geht es morgen zum Radioturm da, ne? Malerei haben wir wieder eine bekommen. Brauchen wir ja schon fast eine Galerie. Und ein Kaktus. Das feiere ich schon wieder. Ich mag Kakteen. Also, Wind kommt immer noch von da. Wir gehen noch einmal hoch, nachnavigieren. Und dann sind wir auf Kurs, oder? Würde ich sagen. Was soll da noch groß passieren? Jo, wir sind jetzt bei 1042 Meter. Momentan stimmt die Richtung noch. Segel zur Unterstützung ist raus. Dann würde ich sagen, hole ich euch morgen rein, wenn ich so... Ab 500 Meter machen wir den Rest zusammen, ne? Gut, ich spare ein bisschen Batterie. Leg uns gleich pennen. Und morgen geht es dann da hinten das Ding aufbauen. Machen wir erstmal die mittlere Fläche. Verstärkung. Anker dazu. Dann haben wir da in Zukunft auch kein Materialverschleiß mehr. Und dann können wir mal gucken, wenn wir den Radioturm haben, belohnen wir den Alterle mit einem schönen Grill, würde ich sagen. Wo er 2 Fleischstücke draufkriegt. So in der Art machen wir das, ja? Dann freue ich mich auf morgen und kann es kaum erwarten bis dann.